schon Zeit für ein Schlückchen ist? Wenn ihr in die tiefen Wege wollt. Ich wurde wegen des Mannes geschickt, den ihr hier in den Ruinen in die Enge getrieben habt. Ah, ihr seid also die vom Magistrat zugesagte Verstärkung. Der Mann, den ihr sucht, hat sich in den Ruinen verkrochen. Allerdings ist er wohl kaum noch in einem Stück. Das Schwein wird nach allem, was es getan hat, am Leben gelassen? Doch nur, weil er nicht hinter euch und euren hübschen kleinen Schemlen-Kindern her ist. Seht euch die Wachen an. Von denen muss sich keiner Sorgen darüber machen, wie es ist, hübsche Kinder zu haben. Das habe ich nicht gemeint. Der Mann, den ihr sucht, ist hinter Elfen her. Er hat meine Tochter in diese Ruinen gezerrt und umgebracht. Ich will seinen Tod. Meine kleine Lia war nicht sein erstes Opfer. In den letzten Jahren hat er Dutzende unserer Kinder getötet und musste nie für seine Verbrechen bezahlen. Warum ist er nur hinter Elfen her und nicht auch hinter Menschenkindern? Wir sind leichte Beute. Niemand stört sich daran, wenn ein Elfenkind verschwindet. Ich reiße ihm selbst die Kehle heraus. Danke, Sarah. Ihr ahnt ja nicht, was das bedeutet. Konntet ihr euch nicht an die Wache wenden? Für diese Schemlin bin ich trotz meines Geldes nur ein Elf. Vor den Gerichten Kirkwalls gibt es für mein Mädchen keine Gerechtigkeit. Dieser Mörder darf nicht weiter frei herumlaufen. Dann bekommt der Mistkerl endlich, was er verdient. Danke. Sehr unklug, Fremde. Wenn ihr das Gesetz in die eigene Hand nehmt, wird der Magistrat euren Kopf fordern. Sofern es gemeldet wird. Ich muss tun, was richtig ist. Thank you.
Wer seid ihr? Bitte bringt mich weg von hier. Ich will nach Hause. Lia, dein Vater hat uns gesagt, du wärst tot. Mein Vater? Ist er sicher? Kelda hat gesagt, er tut meiner Familie was, wenn ich nicht mitkomme. Wer ist Kelda? Der Mann, der mich mitgenommen hat. Ich sehe keine Verletzungen. Geht es dir gut? Er hat mich geschlagen, mir gesagt, ich wäre ein Nichts. Ich habe ihn angefleht, mir nicht mehr weh zu tun. Ich dachte nicht, dass er das macht, aber plötzlich stieß er mich weg und fing einfach an zu weinen. Versteht ihr nicht? Er wollte mir nicht wehtun. Er hat gesagt, dass Dämonen ihn dazu zwingen, diese schrecklichen Dinge zu tun. Und selbst wenn der Erbauer persönlich diesem Mann befohlen hätte, dir weh zu tun, so bleibt es doch seine verdammte Entscheidung. Das glaube ich nicht. Er hatte keine Macht über sich. Bitte. Kelda ist gefährlich, Lia. Wenn er sich wehrt, kann ich nicht versprechen, dass ihm nichts geschieht. Er wird sich nicht wehren. Das verspreche ich. Lauf zum Eingang. Dort findest du deinen Vater. Ich wusste, dass mein Vater irgendwann jemanden schicken würde. Ich hatte gehofft, die Bestien hier unten würden mich vorher erwischen. Ihr wolltet, dass diese Kreaturen euch töten? Weshalb? Weil ich es verdiene. Ich sollte zerrissen und hier unten vergessen werden. Und nicht von meinem Vater beschützt. Aufgrund der vagen Beschreibung des Magistrats hatte ich einen hartgesottenen Verbrecher erwartet. Keinen jammernden Feigling. Er hat es euch also nicht gesagt. Der Magistrat ist mein Vater. Er hat alles versucht, um mich und meine Taten im Verborgenen zu halten. Sie widern mich beide an. Ich bin nicht hier, um über den Magistrat zu diskutieren. Vater ist ein guter Mann. Er wollte helfen und mich aufhalten. Aber das kann er nicht. Niemand kann das. Dieses Elfenmädchen, sie hatte kein Recht, so schön zu sein, so perfekt. Die Dämonen sagten, ihr müsse eine Lektion erteilt werden, so wie all den anderen. Der Zirkel sollte mir helfen, aber sie haben gelogen. Sie sagten, da wären keine Dämonen und ich sei verrückt. Es ist nicht meine Schuld. Moment, habe ich das richtig verstanden? Ihr foltert und tötet Elfenkinder, weil sie zu schön sind? Ich wollte ihnen nichts tun. Die Dämonen zwingen mich dazu. Sie mögen es nicht, wenn sie weinen. Ich bekomme dafür nicht genügend bezahlt. Ich kann damit nicht aufhören. Ich habe es unzählige Male versucht. Bitte, ihr müsst mich töten. Das ist der einzige Ausweg. Seine ersten klugen Worte. Gebt ihm, was er will. Sagt meinem Vater nur, dass es mir leid tut. Unendlich leid. Wenn euch nur der Tod davon abhält, damit aufzuhören, dann bitte. Lebt wohl, Kelda. Manche Leute sind einfach verloren. Oh, ah.